Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Heute geht es endlich am Fahrradwohnwagen weiter. Ich habe auch schon weitergebaut, seht ihr hier im Hintergrund. Es ist Filz reingekommen. Dieses Velocar-Projekt, falls ihr euch erinnern könnt. Ich hatte ja auf der Hebebühne so ein Unikatbau, so ein vierrädriges Fahrrad stehen vom Steffen. Und das ist jetzt weg. Ja, ich habe das wieder abholen lassen vom Steffen, nachdem ich 2 Wochen, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag Zeit reingesteckt habe. In Form von Holzarbeiten, Grundierung, Streichen mit Harz, Versiegeln. Dann habe ich den Radkasten angefangen zu laminieren und geschliffen. Ja, und spätestens beim Schleifen hatte ich folgende Erkenntnis. Das wird ja wirklich wunderschön, total glatt, so muss das sein. Aber ich meine, ich habe es in der Theorie schon gehört, aber in der Praxis halt noch nicht erfahren. Schleifen von so Epoxidharz ist echt ein Sackgang. Und ich habe hier 80er Schleifpapier drin. Ja, das ist wirklich krass, wie viel Zeit hier drauf geht. Und man sieht ja kaum einen Fortschritt. Und ich bin ja erstmal hier vorne bei der Ecke. Ich muss ja das hier hinten rum und dann von der anderen Seite. Ja, hör auf, das ist ein Zeitaufwand hier. Den habe ich echt überschätzt. Also ihr seht, sowas braucht richtig viel Zeit. Steffen muss das jetzt alleine weitermachen oder sich jemanden suchen, der ihn unterstützt. Zumal es war ursprünglich abgemacht, dass das Teil schon im Januar bei mir steht. Aber er hat halt selber etwas länger gebraucht, um das überhaupt zu bauen. Nämlich bis Mitte März. Ja, und dann hatte ich bloß noch 2 Wochen, aber das hat hinten und vorne nicht gereicht. Genau, und deswegen habe ich den Entschluss gefasst. Steffen holt das Teil ab. Ich habe so viele Sachen hier zu tun. Ich möchte auch meinen eigenen Fahrradwohnwagen endlich mal fertig bauen. Da er ja spätestens im Mai in Pappenheim bei dem Treffen stehen soll. Ich hoffe, mir gelingt es noch. Ich habe halt auch nicht jeden Tag Zeit, daran zu bauen. Ihr seht ja jetzt hier schon mal den Stoff, beziehungsweise Filz ist jetzt wieder reingekommen. Da hatten mich ja schon welche gefragt, sag mal, hattest du da nicht schon Stoff drin? Wo ist denn der jetzt hin? Weil ich den ja im letzten Video schon wieder rausgerissen hatte. Naja, der vorhergehende Stoff, der wurde mir mal empfohlen, der taugt nichts. Also der war so aus 3 Lagen und da ließ sich halt total leicht wieder abziehen. Die unterste Lage hat sich zwar gut verbunden, aber die obersten 2 halt nicht. Ja, keine Ahnung. Ist halt nicht geeignet gewesen für solche Sachen. Deswegen habe ich mich kurzerhand wieder für den Filz entschieden. Ich habe zwar keine Aufnahmen gemacht, wie ich den Filz reingeklebt habe, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, kleben und filmen zugleich. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt an irgendeiner Ecke anfangen, zum Beispiel da, und dann vielleicht erstmal so hochspannen und da rüberziehen und dann in alle Richtungen straff ziehen. Das ist ja Bespannfilz. Vorher natürlich den Kleber drunter, dass der schon klebt, etwas antrocknen lassen und dann einfach die Falten so rausdrücken, beziehungsweise nicht drücken, sondern schon straff rausziehen und dass der dann halt straff an dieser Wand dran ist. Ich glaube, da muss man auch nicht so viel erzählen, das muss man einfach machen. Also wenn ihr sowas mal machen wollt, ich empfehle euch, das vorher zu machen, bevor zum Beispiel das Dach drin ist, weil man kann natürlich viel besser hantieren als in so einem kleinen, engen Raum. Und nach diesem Prinzip werde ich auch die weiteren Komponenten einbauen, wie zum Beispiel die Fenster. Bevor ich das Dach drauf mache, werde ich mich jetzt um die Fenster kümmern. Einfach, ich kann von außen auch ein bisschen besser hantieren, als wenn ich jedes Mal da reinkriechen muss. Ja, vorher werde ich noch an den Fenster ein bisschen Farbe rummachen, weil da kommt da so ein Rahmen dran, damit das Holz schon mal versiegelt ist. Dazu habe ich mir Bootslack gekauft, den kann ich euch auch zeigen. Nämlich diesen hier, das ist für Holz, Einkomponenten Bootslack. Und falls man eine Schicht, beispielsweise Harzgrundierung drunter hat oder GFK oder irgendwas, dann hat man hier so mit 2 Komponenten denselben Bootslack. Warum habe ich jetzt hier beide Ausführungen? Ich war mir noch nicht sicher, ob ich die Außenhülle hier versiegele. Und zwar mit dieser Harzgeschichte, die ich schon in der Innenseite drauf gemacht habe, damit das Ganze auch da gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Ich habe hier noch eine Dose stehen. Das ist eine G4-Grundierung. Habe ich mir alles im Internet rausgesucht, auf Harzbasis. Und die reagiert mit Feuchtigkeit. Wenn man das jetzt aufs Holz drauf pinselt, das zieht das Holz richtig gut ein. Also das Holz wird richtig versiegelt. Und wenn man dann noch eine 2. Schicht macht, dann hat man so einen richtig schönen Film oben drauf. Und der ist so hart, also mittlerweile so hart, man könnte denken, das ist 2 Komponenten Harz mit Herder. Ja, wenn ich jetzt die komplette Hülle damit einpinseln würde, dann wäre das bestimmt nicht vom Nachteil, außer vom Gewicht. Also ich hätte halt noch zusätzlich was drauf, was ich vielleicht nicht wirklich brauche. Und da dieser Bootslack ja extra dafür entwickelt wurde, um auch auf Holz pur drauf zu streichen, werde ich es damit versuchen, ohne diese Grundierung. Und ich war mir halt nicht sicher, wie ich es mache, deswegen habe ich mal vorsichtshalber beide Sachen bestellt. Verbrauchen tue ich es auf jeden Fall irgendwann. Ich muss Erfahrung sammeln, ob das so funktioniert, dauerhaft hält, weiß ich nicht. Auf Holz habe ich das noch nie gemacht. Von daher, ja,
Während die intelligenten Braten stürmen, die Blöden die Burg. Ich bin halt so ein Blöder. Ich mache das einfach. So, jetzt genug gelabert. Es geht los. Ich mache einfach hier ein paar Videoaufnahmen und dann seht ihr das Resultat. Das ist ja wieder mal echt krass, wie viel Zeit hier drauf geht, nur für so ein bisschen Rahmen für innen. Dieselben Rahmen baue ich ja noch von außen und dann fehlt ja noch das Fenster und die Tür. Ja, ich will euch mal zeigen, was ich jetzt gemacht habe, meine Gedankengänge mit euch teilen. Und das letzte habe ich nicht gefilmt, war der Akku leer. Es ist nämlich schon ein Tag später. Ich habe jetzt hier auch schon angefangen, die ganzen Löcher, wo die Schrauben sind, mit Spachtelmasse zuzuschmieren. Mein Ansporn ist ja, dass ich am Ende diesen Fahrradwohnwagen schön lackiere und deswegen brauche ich hier eine schöne glatte Oberfläche, wo man keine Schrauben und keine Unebenheiten erkennen kann. Das wird jetzt geschliffen, habt ihr ja schon gesehen, und dann spachtel ich nochmal drüber, dass es wirklich richtig geschlossen ist, und dann wird es wieder geschliffen. Am Ende wird es mit dieser weißen Bootslackfarbe zweimal gestrichen, vielleicht auch dreimal, muss ich mir überlegen, weil wenn man es einmal streicht, deckt das noch nicht ganz. Bei zweimal auf jeden Fall und beim dreimal gehe ich auf Nummer sicher. Und dann wird das wieder angeschliffen, allerdings nur mit feinem Papier, so 600er Körnung, vielleicht auch 1000er, muss ich mal sehen. Und dann wird es geerbrascht, aber ja, das seht ihr dann alles im weiteren Verlauf. Und natürlich nicht in diesem Video, weil in diesem Video werdet ihr nur sehen, wie ich die Fenster einbaue, Tür einbaue. So, hier ist die Spachtelmasse, die habe ich im Baumarkt gekauft, falls ihr euch damit nicht auskennt. So eine Spachtelmasse findet man normalerweise in der Autoabteilung. Damit kann man so Autobleche und sowas reparieren. Aber hier steht auch drauf, das ist für Holz ebenso geeignet. Da gibt es hier so Härter dazu. Das wird mit 2% mit diesem Zeug vermischt, verrührt mit einem Spachtel. Und dann einfach drauf geschmiert. Und wenn das dann ausgehärtet ist, dann kann man das schön schleifen. Von innen sieht das jetzt so aus. Mir gefällt das ja jetzt schon richtig gut mit den Rahmen hier. Ja, also optisch gesehen. Und von außen habe ich jetzt hier so eine 2 cm Wulst, so eine Kante. Die wird am Ende bloß noch 1 cm stark sein, weil ich jetzt hier nämlich das auch noch mit Siebdruck verkleiden werde. Und das wird alles verklebt mit Industriekleber, damit ich dann hier so eine richtig wasserfeste Kante ringsherum habe, die dann komplett dicht sein sollte. Wenn diese Leisten drin sind, kommt außen auch nochmal ein Rahmen dran, 2,5-3 cm maximal. Ähnlich wie der Inne, bloß halt außen, der dann bündig mit der Leiste abschließt.
und dann außen so ein bisschen das Ganze umrandet. Und an diesem Rahmen wird dann auch die Tür befestigt, die dann insgesamt 3 cm dick sein darf. Und zwar nicht die ganze Tür, ich mache da jetzt hier keine Massivblatt rein, sondern nur einen Rahmen. Das werde ich aus Echtholz machen und mit Sperrholz wieder verkleiden. Ähnlich wie das bei dem Wohnwagen der Fall ist. Und dann halt Styrodur oder Styropor, was ich noch da habe. Werde ich dann reinmachen und innen Filz dran kleben, sodass das in sich eine stabile Konstruktion ist. Ja, hoffe ich doch. Muss man sehen. Und beim Fenster, da kommt Plexiglas rein, aber zum Aufklappen. Ja, wie genau ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Vom Prinzip ähnlich wie bei der Tür. Aber ihr seht das jetzt, es geht weiter im Programm, also auf geht's. Habe ich mich aber wieder selbst übertroffen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber sieht wirklich gut aus. Müsst ihr jetzt mal zugeben. Ich habe es mir ja so vorgestellt, ja, von der Theorie, aber dass es in der Praxis dann auch wirklich so wird. Hätte ja sein können, dass es mir nicht so gut gelingt. Dann kommt hier noch so ein Dichtungsgummi dran, der ist vorhin geliefert worden. Da müsst ihr jetzt genau noch hier dran passen. Ich habe das ja so ungefähr 1 cm überstehen lassen. Das Einzige, was ich mich jedes Mal frage, wo ist die Zeit auf einmal wieder hin? Ich bin ja jetzt hier nicht den ganzen Tag in der Halle, ich weiß, aber es sind mehrere Stunden draufgegangen, nur jetzt für den Rahmen, Spachteln, was habe ich noch gemacht? So viel habe ich gar nicht gemacht. Echt krass. Wir haben doch Frühling, wieso ist das so kalt da draußen? Naja, es regnet den ganzen Tag, bei mir tropft es in der Werkstatt rein. Ist nicht so schön, das war letztes Jahr noch nicht. Aber es geht ja jetzt hier um Fahrradwohnwagen, ich habe auch weitergebaut. Schon wieder 2:30. Ich habe heute noch nicht so viel gemacht. Also hier diese Seite ist jetzt auch fertig. Ich wollte euch das ja mal zeigen, wie das aussieht, wenn die Fensterrahmen montiert sind. Ja, sieht fast aus wie ein gekauftes Fenster, nur dass es halt zusammengestückelt ist aus 3 verschiedenen Elementen. Nun, das Fenster baue ich jetzt aus echtem Holz, also nicht hier aus diesem Siebdruckzeug. Und ich wollte euch noch zeigen, weil mich da jemand gefragt hatte, was ich für einen Industriekleber verwende. Wo habe ich denn den wieder hingetan? Ich mit meiner Ordnung. Dabei war ja die Werkstatt aufgeräumt vor kurzem, aber es sieht gerade wieder aus wie ein Bombeneinschlag. Wartet, ich schau mal kurz, wo ich den Kleber habe. 1,5 Stunden später, nee, hat 2 Minuten gedauert. Das ist ein handelsüblicher Masterfuge, lest selber. Das ist eine Hausmarke von Thom. Da steht da, kleben, dichten, füllen und auf fast allen und auch sogar feuchten Materialien für innen und außen. Flex, dauerhaft, elastisch, überstreichbar.
Ganz wichtig. Beim Bau der Fenster nehme ich euch jetzt wieder mit. Ich mache ein paar kleine Aufnahmen und dann seht ihr am Ende das Resultat. Was bei euch wenige Sekunden im Video waren, sind tatsächlich wieder mehrere Stunden gewesen. Ich kann euch nicht sagen, warum das so lange dauert, aber das ist halt eine Friemelarbeit, weil ich habe das ja jetzt hier ziemlich passgenau gemacht, damit das hier auch alles ja sehr miniaturmäßig dicht wird und so, und das muss man dann anpassen. Das habe ich jetzt alles nicht gefilmt. Ich musste auch jetzt das hier, das Holz nochmal etwas schmaler machen, also mit meiner Abrichte nochmal 2 mm wegnehmen, weil ich habe den Gummi unterschätzt, wie viel der jetzt hier Platz einnimmt. Ich habe das vorhin ausgemessen, aber wenn ich das Fenster reindrücke, dass das so bündig wird, ja, da muss man halt genau aufpassen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ich habe jetzt auch die Scharniere hier so außen dran geschraubt. Ich wollte sie erst so reinmachen, aber der Nachteil ist, wenn ich sie reinmache, ich kann das Fenster nachher nicht komplett aufklappen und so kann ich das bis hier hinterklappen. Das gefällt mir so viel besser. Nachteil, man kann sie eigentlich von außen schnell klauen und abschrauben und das Fenster klauen. So, das passt jetzt hier. Ich habe das jetzt alles angepasst und geschliffen. Ja, ringsrum 1 mm Spalt, mehr ist da nicht. Und jetzt werde ich es wieder abschrauben, streichen, Plexiglasscheibe zurechtschneiden, die wird dann hier reingeklebt mit meinem Spezialkleber und dann, genau, ist das Fenster fertig und bei dem anderen dann synchron. Ich zeige euch das Resultat, das filme ich jetzt nicht alles. Ja, hält mich halt auch mal auf, diese Filmerei. Aber ihr seht gleich, wie es dann im fertigen Zustand aussieht. Stimmt, ich wollte euch ja zeigen, wie die Fenster aussehen, wenn sie montiert sind. Ich habe jetzt erst eins montiert, das zweite liegt noch hier. Ja, ich arbeite gleichzeitig daran, weil die Farbe trocknen musste. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, sind die Scharniere, dass die hier so außen sind. Aber ich habe es ja schon gesagt, das ist natürlich besser, weil ich das komplett aufklappen kann. Und ansonsten hat das hier gut funktioniert. Ich werde jetzt hier noch später so Vortreiber nennen, die sich, glaube ich, reinmachen, damit ich das dann innen am Rahmen richtig schön dicht anpressen kann und verschließen kann. Aber jetzt mache ich erstmal die Tür weiter und dann später das andere Fenster und so. Ich habe eh noch Zubehör gekauft, das ist jetzt noch gar nicht da, dauert noch ein bisschen. Eins kann ich euch noch zeigen, ich habe nämlich, ich trottel, schon vor einem Vierteljahr Dichtungsgummi bestellt, aber der hätte, glaube ich, eh nicht gereicht. Der ist, glaube ich, noch ein Tick besser als der andere, den ich verwendet habe. Den habe ich jetzt bei der Tür reingemacht. Der hat so eine andere Struktur. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung. Also gefühlt würde ich sagen, der graue, jawohl, das ist hier einer, den man, glaube ich, in so eine Nut reinschiebt, den hier. Der hat aber auch eine Klebefolie und der graue ist halt direkt zum Aufkleben gedacht. Der klebt auch ein bisschen besser.
Also wenn ich nochmal kaufen würde, würde ich mich für den grauen entscheiden. Während das Holz der Tür trocknet, habe ich natürlich jetzt weitergemacht hier, und zwar das Fenster eingebaut. Dann dachte ich mir, kann ich ja hinten gleich noch dieses Lüftungsteil reinbauen. Das kommt hier hinten rein und ihr seht schon, ich habe das hier aufgesägt. Ja, wie habe ich das gemacht? Weil das Filz ist ja schon drin. Und deswegen habe ich da vorher mit einem Edding das drinnen angezeichnet, mit einem Cuttermesser schon mal weggeschnitten, und dabei ist mir aufgefallen, und deswegen habe ich jetzt die Kamera nochmal angemacht, dass im Bereich der Dämmung, also Styrodur, das Filz ja mittelmäßig gehaftet hat. Also es ging relativ leicht abzuziehen. Zum Glück klebt das richtig gut im Bereich des Holzes. Ich habe ja hier so einen Holzrahmen und da ist es überall wirklich bombenfest verbunden mit dieser Seitenwand. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Filz nicht abgeht. Aber ich möchte das natürlich euch nicht vorenthalten, falls ihr das nachbauen wollt. Ich habe das bei meinem Modi auch schon gehabt. Also da war zwar Amaflex drin als Dämmung, aber der Kleber direkt da drauf, ich weiß nicht, ist nicht so die ideale Lösung. Was könnte man jetzt machen? Also alles komplett mit Holz drin verkleiden. Das wäre eine Möglichkeit, indem man eine 3 mm Sperrholzplatte nimmt. Das ist wieder zusätzlich Gewicht, das wollte ich ja vermeiden. Aber vielleicht lässt sich es nicht vermeiden. Oder man müsste halt die gesamte Fläche mal mit irgendwas grundieren. Ich würde das wahrscheinlich mit so einer Harzgrundierung probieren, wie ich das ja auch bei den Holzbereichen teilweise gemacht habe. Also hier diese Grundierung, die so ziemlich fest wird. Ich denke mal, da klebt der Kleber auch sehr gut. Ja, ob die Grundierung kompatibel ist mit dieser Dämmung, weiß ich natürlich nicht. Müsste man probieren. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, am besten drinnen nochmal eine 3 mm Sperrholzplatte, bevor man das Filz dann anbringt. Ja, gut, jetzt... Weil ich habe ja das letzte Mal auch schon gesagt, also bei dem Video, wo ich die Wände hergestellt habe, dieser Kraftkleber ist auch nicht so ideal, um die Styrodurplatten hier in diese Aussparungen reinzukleben, weil das ziemlich schwer wird. Ich habe da einige Tuben Kraftkleber verbraucht und deswegen werde ich diesmal Epoxidharz nehmen. Habe ich noch da, das schmiere ich dann halt hier alles ein und dann werden die Platten direkt da reingeklebt und durch das Epoxidharz. Ich gehe davon aus, ich hoffe doch, das verträgt sich mit den Styrodur, wenn nicht, berichte ich davon. Das ist alles hier zum ersten Mal. Feierabend, heute mal etwas zeitiger, ist schon 19 Uhr, aber naja, ich muss ja jetzt erstmal trocknen. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist denn das jetzt hier so dick? Ja, hätte da nicht 2 cm Styrodur gereicht? Ja, hätte. Ich hatte aber keinen 2 cm, ich hatte nur das 3 cm da. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden und ich werde das mit dem Schleifer dann hier ringsrum abschrägen oder vielleicht auch komplett plan schleifen, muss ich mir noch überlegen, wie, je nachdem wie leicht das geht. Und dann kommt dann noch Filz drüber, damit das dann schön aussieht. Das werde ich jetzt nicht zeigen, also wie ich das mache, weil das sind am Ende dieselben Arbeitsschritte, die ich jetzt schon gemacht habe bei den anderen Komponenten. Die nächste Videoszene zeigt dann, wie es komplett fertig aussieht. Ja, das Video wird nämlich sonst eh zu lang, aber ihr könnt euch ja vom Prinzip alles vorstellen, wie ich jetzt was gemacht habe. Von daher denke ich, sollte das so als Anleitung reichen, falls ihr das nachbauen wollt. Aber wie gesagt, ich baue das ja auch zum ersten Mal. Ich muss erst Erfahrung sammeln. Das ist jetzt meine Bauweise. Man kann das natürlich auch ohne diesen Rahmen hier außen bauen und alles irgendwie versiegeln. Geht auch. Aber ich wollte das halt mal ausprobieren. Der Vorteil, den ich jetzt hier sehe, ist nämlich, dass der Regen jetzt nicht direkt hier reinläuft, sondern der muss erstmal hier drüber. Und dann ist wie so eine Tropfkante hier, wenn man die Tür vielleicht auch ein bisschen reinsetzt. Ob das jetzt einen Sinn macht oder nicht, keine Ahnung, aber ich finde es schick. Sieht total cool aus, wie so eine richtige Eingangstür von einem Wohnhaus. Da ist ja auch außen so ein Rahmen ringsrum. Ja, mein Fenster halt auch. Also mir gefällt's. Später habe ich mir überlegt, werde ich hier außen die Kanten auch noch mit diesem Holz verkleiden. Dann sieht es natürlich noch cooler aus. Aber das seht ihr dann irgendwann in einem späteren Video. So, die nächste Szene zeigt den Fahrradwohnwagen mit fertiger Tür und Fenster. Montag, der 24. April. Am 29. möchte ich in Magdeburg auf der Grünen Messe stehen, und zwar mit diesem Fahrradwohnwagen. Es wird knapp, aber ich muss ja bloß noch das Dach bauen und das Inventar und so kann ich ja später hinbauen.
Beleuchtung eventuell noch hinmachen, damit wir noch eine Tour drehen können, wobei wir eigentlich nicht im Dunkeln fahren wollen. Naja, muss ich mal schauen. Das Schwierigste ist geschafft, nämlich die Tür. Ich bin noch echt zufrieden und die Fenster sind auch drin. Wollte ich euch ja noch zeigen, wie es am Ende aussieht. Und ich kann euch nur sagen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich denke schon, jeder von uns hat ja so einen inneren Schweinehund. Und bei neuen Dingen, die ich noch nicht gebaut habe oder gemacht habe, brauche ich immer eine Weile, ehe ich anfange, weil irgendwie hält mich irgendwas davon ab, es einfach zu tun. Weil ich das mir immer zu kompliziert vorstelle und dann denke ich immer, ach, wer weiß, ob das so wird und keine Ahnung. Aber ich sage euch, wenn ihr so denkt, ihr müsst es auf jeden Fall einfach tun. Und meistens ist es so, dass wenn man es dann tut, also baut in dem Fall, dass es dann gar nicht so kompliziert ist, wie man das sich gedacht hat. So, ich zeige euch jetzt mal das Endresultat. Hier, so sieht die Tür aus. Kann sich doch sehen lassen. Und von außen das Fenster, auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Hier unten ist jetzt so ein Lüftungsgitter noch reingekommen. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Alles selbst gekauft. Hat gleich auf Anhieb gepasst. Ja, sind zwei Teile, wird hier mit drei Schrauben mit dem Außenteil verbunden und hier habe ich halt noch so Dichtungsmasse drunter gemacht, damit das dann auch wirklich dicht ist. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob das jetzt auch UV-beständig auf Dauer ist. Das ist eigentlich so ein Lüftungsgitter für eine Innentür, glaube ich. Aber ich denke, das sollte passen. Ja, von innen sieht das jetzt so aus. So, hier habe ich jetzt ein Briefkastenschloss reingemacht. Einfach durchgebohrt, noch ein bisschen ausgefitschelt mit dem Bohrer, weil das so oval ist. Und das kann man super toll hier schließen und das hat auch auf Anhieb gepasst. Da gibt es verschiedene Längen. Ihr müsst halt gucken, wie lang das sein muss. Ich habe jetzt hier eins gekauft, das optimal wirklich innen schließt. Schaut euch das mal an. Zack. Wie dafür gemacht. Musste ich überhaupt nichts irgendwie erweitern. Das passt perfekt. Richtig straff. Hier brauche ich auch keinen extra Griff. Ich dachte mir, ich mache mir noch einen Griff dran. Brauche ich nicht. Reicht so. Ich kann das aufschließen und dann kann ich die super leicht aufmachen. Dichtungsgummi habe ich hier einen anderen verwendet, das hatte ich glaube ich schon gezeigt. Das Briefkastenschloss funktioniert natürlich nur mit Schlüssel. Wenn ich den jetzt außen stecken lasse, könnte ich jetzt auch von innen das hier so verriegeln. Aber wenn ich den Schlüssel abziehe, dann geht das nicht. So, und deswegen habe ich hier noch einen zweiten Riegel hingebaut, beziehungsweise der Riegel befindet sich drinnen, den zeige ich euch. Ja, so. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Ja, das hält bombig. Also hier ist kein Spiel. Richtig genial. Und so kann ich das von innen einfach verriegeln. Und habe wirklich Geld gespart, weil es gibt ja auch diese Griffe, die ich auch bei Modi habe. Die kosten aber 45 Euro. Und das hier hat keine 10 Euro, kostet das auch nicht. Von daher bin ich ja deutlich günstiger. Und noch günstiger bin ich am Fenster mit diesen Verschlüssen hier. Ich habe vergessen, wie die heißen. Vortreiber oder so ähnlich. Ja, das macht man einfach so und dann ist das Fenster geöffnet. Ja, wenn ich es zumache, einfach wieder hier zurück in die Richtung. Zack, und dann drückt es das richtig ran. Hier seht ihr den Dichtungsgummi. Also ich denke mal, auch das sollte dicht sein. Ja, sieht optisch auch schön aus. Wobei, das ist halt Geschmackssache, also mir gefällt das. Schon mal Probe liegen machen. Oh, ganz schön hart. Ja, jetzt geht es nahtlos weiter mit dem Dach. Das seht ihr im nächsten Teil dieses Videos. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.